Krupp und Henschel bauen zunächst 10 Vorserienmaschinen. Die 003 ist noch erhalten und wird von den Lübecker Eisenbahnfreunden betreut. Leider ist sie heute nicht mehr betriebsfähig. Die neue einmotorige Mehrzwecklok sollte im Reise- und Güterzugdienst etliche Dampflokbaureihen ersetzen. Für den Betrieb auf Nebenbahnen wird der Achsdruck auf 18,5 Tonnen festgesetzt. Mit 1900 PS erreicht sie eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Auffallend ist die barocke Stirnfront. Der stärker gerundete Fahrzeugkopf bringt den neuen Lokomotiven einen Spitznamen ein. Lollo, in Anspielung auf Gina Lollobrigida. Funktionell und durchdacht zeigt sich der Führerstand. Mit dem großen Steuerrad werden die 15 Fahrstufen des hydraulischen Getriebes eingestellt. Erst 1964 beginnt dann die Serienlieferung. Spät, denn es gibt etliche Änderungen. Besonders außen. Der rundliche Vorbau weicht einem kantigen. Die Lok soll moderner erscheinen. Auch unter dem Blech, besser gesagt mit dem Blech, hat sich einiges getan. Aus Kostengründen wird auf den Leichtbau verzichtet. Folge: Die Lok wird schwerer, jetzt mit 20 Tonnen Achslast. Bei 4 großen Herstellern entstehen in 5 Baulosen bis 1969 insgesamt 214 Lokomotiven. Ab 1968 werden die Dieselloks dann in die Baureihe 216 eingeordnet. Der erste Farbwechsel kommt 1975. Jetzt in Ozeanblau-Beige. In allen Traktionsarten erfüllen die 216er die gestellten Erwartungen, verteilt in ganz Deutschland. Nach der Wende erobern sie auch die neuen Bundesländer. Seit 1995 sind noch 187 Maschinen im Bestand. Anfang 2004 rollen die letzten 5 aufs Abstellgleis. Die meisten 216er fallen dem Schneidbrenner zum Opfer. Einige jedoch werden verkauft. So auch diese, die zur OHE gekommen ist. 200086 heißt sie heute. Sie gehört zu der 6 Umbauloks mit einem um 100 Kilowatt stärkeren MTU-Motor.
Auch die Firma Wiebe setzt auf die 216. Modernisiert und mit einem Caterpillar-Motor ausgerüstet, fährt sie im Bauzuggeschäft. In Spanien hat V160-002 überleben können. Die Lok ist heute im Privatbesitz und betriebsfähig. Bei der DB sind keine 216er mehr im Bestand. Nur noch im Museum oder bei privaten Unternehmen gibt es noch einige. 216-067 ist im DB-Museum in Koblenz untergekommen. Auch ihre Ursprungsfarbgebung hat sie zurückgehalten. Bei den jährlichen Koblenzer Fahrzeugparaden darf die 067 natürlich nicht fehlen.